Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 25. Juli bis zum 28. Juli 2019. Heute wird der heißeste Tag des Jahres erwartet und dabei sind bis zu 41 Grad im Westen möglich. Im Rest des Landes sind 33 bis 37 Grad drin. An den Küsten wird es etwas angenehmer mit 28 bis 31 Grad. Die Aussichten sehen aber ziemlich gut aus, denn von Westen her kommt am Freitag ein Tiefdruckgebiet nach Frankreich reingezogen. Dieses drückt zwar die heiße Luft nochmals nach Deutschland rein, dass wir im Westen um 40 Grad erreichen, aber in Frankreich werden schon bis in die Mitte des Landes und auch schon in den Osten des Landes teils um die 20 Grad nur erreicht, das heißt eine starke Abkühlung. Und dort werden auch am Freitag ziemlich viele Niederschläge erwartet. Ob diese Niederschläge in der kommenden Woche auch uns erreichen werden, das steht noch offen. Aber wir gucken erstmal, was die nächsten Tage so bringen. Der Freitag wird nochmal heiß mit um die 40 Grad im Westen. Sonst wird es übergehend schon etwas frischer werden. Es werden 27 bis 30 Grad in den Küsten erreicht, im Rest des Landes 32 bis 35 Grad. Manchen Orten können auch 37 erreicht werden. Am Samstag kommt schon ein leichter Schwapp dieses Tiefdruckausläufers zu uns hinein. Es werden nur noch maximal 30 Grad erwartet und im Rest des Landes werden 23 bis 27 Grad erwartet. Dabei bleibt es im Norden und Nordosten immer noch trocken, sonnig, wolkig, denn dort ist mit Ostwind zu rechnen. Dieser Ostwind bleibt uns noch bis Anfang nächste Woche erhalten. In den anderen Landesteilen gibt es einen West- bis Südwestwind. Dieser drückt diese feuchten Luftmassen aus Frankreich zu uns hinein, sodass wir am Sonntag mit 16 bis 32 Grad rechnen können. Also es wird teils schon ziemlich angenehm werden mit maximal 16 Grad. Da kann man richtig gut durchlüften. Aber kommende Woche schaut es ein wenig verzweifelt aus. Es kann sein, dass es noch ein wenig sich abkühlt, aber im Grunde genommen sind sich die Modelle so gut wie einig. Es gibt ein paar Ausläufer, die Spitzen und Tiefen zeigen, aber die meisten im Bereich zwischen 25 und 30 Grad. Es bleibt also bis in die Mitte des Augustes vorerst sommerlich warm. Die Niederschläge bleiben dabei ziemlich im Keller. Es gibt nur wenig Niederschläge und dabei wird die Dürre weiterhin angetrieben. Ich hoffe, dass es bald regnet, und zwar nicht so in starken Massen, sondern eher angenehm. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest der Woche, ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit im Schatten und sucht so wenig wie möglich der Sonne ausgesetzt zu sein. Tschüss und bye bye, euer Cedric.